Ja, wir haben hier einen Rettungswagen, wo wir den gesamten Fahrantrieb vom verbrennungsangetriebenen Fahrzeug auf dem elektroangetriebenen Fahrzeug umgerüstet haben. Und was halt hier besonders ist, dass wir in so einem Rettungswagen eine sehr starke Klimatisierung und Heizung brauchen, um die Patienten zu transportieren. Und dass wir hier ein Konzept gemacht haben, dass wir ein integriertes Fahrzeug haben, das sehr effizient arbeitet, dass die Klimaheizung die Energie direkt aus der Traktionsbatterie zieht und wir damit eine lange Reichweite erreichen. Also wir sind jetzt über 3 Jahre an dem Fahrzeug dran und haben jetzt einen Stand erreicht, dass wir jetzt einige Praxiseinsätze auch im regulären Rettungsdienst gefahren haben und wir gesehen haben, dass das schon sehr, sehr gut funktioniert und deutlich besser auch gerade in den städtischen Bereichen funktioniert. Also wir haben eine Antriebstechnik hier drin, die sehr schon über Jahre erprobt ist. Unser Partner ist hier die Firma EVS hier aus der Region. Und die haben halt eine große Erfahrung, was den Antrieb angeht. Und unser Anteil war hier, die Klimatisierung noch zu entwickeln und die Vernetzung im gesamten Fahrzeug. Also wir haben jetzt hier einen Prototypen, den wir hier sehen. Wir sind jetzt dabei mit Kunden zusammen, die Interesse daran haben, wirklich Praxiseinsätze im regulären Rettungsdienst zu fahren und hier auch die Erkenntnisse zu generieren. Und für uns steht jetzt an, Kunden zu gewinnen, um jetzt auch die ersten Fahrzeuge in den Regelrettungsdienst zu nehmen. Also sprich dann auch, dass Kunden bereit sind, so ein Fahrzeug mit in ihre Flotte aufzunehmen. Wäre jetzt hier wichtig, auch Unterstützung zu bekommen für so ein Fahrzeug, da der Umbau, so wie wir ihn hier jetzt sehen, notwendig ist und der hat auch mehr Geld verlangt. Und von daher wäre es natürlich schön vom Bund und den Städten und auch von der Politik, dass sie hier über eine Förderung auch unterstützen. Wir sind heute hier bei der DAK Rettungsdienst GmbH Esslingen-Nürtingen in der Rettungswache in Nürtingen und mir ist heute ein Prototyp vorgestellt worden, nämlich ein neuer RTW, der rein elektrisch fährt. Und das finde ich hier eine ganz tolle Innovation, wie man die Elektromobilität in Baden-Württemberg voranbringen kann, auch im Bereich der kritischen Infrastruktur, im Bereich des Rettungsdienstes. Ich bin selber mit dem Fahrzeug gefahren, es ist sehr leise. Und wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, ist es natürlich auch ein sehr ökologisches Verkehrsmittel. Deswegen wollen wir die Elektromobilität voranbringen. Sie ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz und auch ein wichtiger Beitrag, um Arbeitsplätze hier zu halten, um den Wohlstand in Baden-Württemberg zu sichern. Es gab ja immer wieder Fragen, ja, funktioniert das im Rettungsdienst und die Autos müssen doch schnell unterwegs sein, die müssen doch zum Patienten kommen, der Patient nachher ins Klinikum. Ja, es funktioniert. Ja, es gibt hier positive Erfahrungen. Es wird jetzt in den nächsten Tagen das Fahrzeug im Bereich Nürtingen wird es eingesetzt werden. Ja, und dann bin ich gespannt, welche Rückmeldungen es von den Rettungsassistenten, von den Rettungshelfern hier gibt. Ich hatte ein gutes Fahrgefühl. Es war auch wesentlich leiser. Ich glaube, auch für den Patienten ist es dann sehr angenehm, in einem leisen Fahrzeug zum Klinikum befördert zu werden. An so etwas denken wir. Es gibt schon heute einen E-Mobil-Gutschein, den unser Verkehrsminister Winfried Herrmann ausgebracht hat, um auch diesen Transformationsprozess und den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Ja, das ist uns wichtig. Also zuständig für den Rettungsdienst sind ja die Stadt- und Landkreise. Bei uns, die vergeben die Leistungen an das Deutsche Rote Kreuz, an die Malteser, an die Johanniter. In den Städten ist es die kommunale Feuerwehr, also beispielsweise die Berufsfeuerwehr. So, und was ich mir jetzt von diesem Modellversuch in Nürtingen verspreche, sind neue Erkenntnisse. Wie waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden? Also die Rettungssanitäter, die Rettungsassistenten, sagen die, das passt, das ist gut? Und wie waren auch die Patienten zufrieden? War es ein höheres Wohlbefinden für die Patienten? So, und dann würde ich mir schon, wenn das positiv verläuft, wünschen, dass dieser Versuch auch in mehreren Städten, in mehreren Landkreisen fortgeführt wird. Ja, und da gucken wir auch, was wir dazu beitragen können.